geht wieder los mit Witcher. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Allerdings, was Sie in den Anschlagbrettern wählen, nach einem neuen Auftrag. Okay, muss ich jetzt extra dahin gehen, um das zu kriegen. So, wir brauchen jetzt als nächstes eigentlich nur noch Ciri's Fußstapfen und müssen nach Skellige. Wir haben jetzt, wo sind wir denn eigentlich genau? Sind wir nicht irgendwie nördlich von Novi? Guck mal, wir könnten sogar hier hingehen. Da könnten wir das Anschlagbrett machen. Dann könnten wir die Fragezeichen hier holen, weil hier irgendwo ja noch der Schatz ist. Dann sind wir soweit nämlich auch fertig. Hier brauche ich erst später hin, wenn ich so Level 30 ungefähr bin. Das weiß ich. Hatte ich die Fragezeichen nicht gemacht? Der schickt mich jetzt an alle Anschlagbretter. So, und wir hätten sonst noch. Das brauchen wir eh ewig. Das ist. Oh, können wir auch später noch machen, wenn wir mehr Karten noch haben. Wenn ich da eine Special-Folge draus mache. Das dauert noch ein bisschen. Oder. Nee, Hammond ist Skellige. Skellige. Die könnten wir noch. Können wir aber auch später noch machen. Das mit Kann nicht labern. Das mit Triss können wir auch noch. Also die beiden machen wir definitiv noch. Ja, dann hole ich die Schatzsucher Novigrad und hole mir nämlich, wenn ich auf dem Weg hier rüber bin. Genau, machen wir das Fragezeichen, holen wir das Fragezeichen. Vielleicht haben wir dann noch hier ein paar Fragezeichen. Werden wir dann gleich sehen. Wir reiten jetzt erstmal Komm schon! darüber. Gucken, was wir da so kriegen. An Aufträgen. Vielleicht gibt es ja auch noch einen Hexerauftrag. Weiß man ja nicht. Oh ne, Wasser. Oh ne, jetzt muss ich einmal rumreiten. Da wird schön geangelt. Ja, ist doch ein schöner Tag zum Angeln, ne? So lässt sich leben. Hier wird gearbeitet. Auf den Feldern. Da kann ich nichts plündern. Wie läuft Oh, ich die dachte, da Arbeit, kommt ein guter Zaun. Mann? Bereitest du alles für die Ernte vor? Ach, hier dann sind wir wieder. Noch Vögeln. Mach Was? deinen Finger krumm Meine auf den Tante Hof. sagt, ich rede zu viel. Du, da ist ein Kind daneben und ihr redet hier vom Vögeln. Mann, Mann, Mann. Sag mal, willst du Ärger oder was? Hä? Willst du Ärger? Wofi? Na, verschwinde. So, oh, hier ist gleich eine Quest. Oh, ein Hexerauftrag. Können wir eigentlich gleich machen? Ist das hier in der Nähe? Oh, das ist so ein gutes Stück weg. Das ist ja echt gutes Stück weg, oder? Oh, bei der Imkerei. Ja, das können wir dann noch machen. Wir gehen wieder auf unsere den hier. Im Gasthaus keinen Ärger. Gucken, was wir hier noch haben. Guter Mann. Ein Hexer, nicht? Warte. Noch bei Trost. Was habt ihr für Probleme? Ach, gar keine. Zieh nur weiter, guter Mann. Ruhe, Gotthard. Er kann uns womöglich helfen. Die Bande von Kleinrot will das Dorf angreifen. Will sich an Bertram rächen. Wir haben nicht viel, aber wenn du uns verteidigst, bezahlen wir dich. Wer ist Kleinrot? Sie treibt's angeblich mit Wölfen und kann einen Mann mit bloßen Händen zerreißen. Eine Bestie in Menschengestalt. Wobei manche sagen, sie sei sehr schön. Sie führt eine Bande von Deserteuren an. Richtige Halunken aus verschiedenen Armeen. Geübte Mörder und Plünderer. Und warum will die Bande sich ausgerechnet an dir rächen? Weil ich sie an die Hexenjäger verpfiffen habe. Die Hexenjäger interessieren sich für Banditen? Seit wann? Die Bande von Kleinrot hat unser Dorf terrorisiert. Niemand hat uns verteidigt. Schließlich ist Bertram zu den Jägern gegangen und hat sie um Hilfe gebeten. Die Jäger sind ihnen nach. Wir hatten einen kurzen Frieden, aber dann hat Kleinrot Wind davon gekriegt. Sie will Bertram tot sehen. Er ist erledigt, wenn du nicht hilfst. Gut, ich kümmere mich um die Banditen. Geht heim und verbarrikadiert euch. Sieh dich vor, Hexer. Die sind wirklich gefährlich. Ich kümmere mich schon darum. Warte bis abends, Kleinrots Bande angreift. Okay, dann können wir
Eh Abend ist, ist noch ein bisschen Zeit hin. Können wir noch die Schatzsucher-Quest machen? Kam jetzt noch was dazwischen? Mal gucken. Nö. Dann holen wir uns dieses Fragezeichen. Dann diese beiden Fragezeichen. Ich denke, ist das unten? Aber ich glaube nicht. Ich glaube, dafür muss ich... Das ist, glaube ich, ein Ort der Macht. Kann das sein? Ich glaube, das ist ganz oben mit da, wo sie Rittersporn gefasst haben. Das müsste das sein. Und ich glaube, da ist ein Ort der Macht, wenn ich mich noch richtig entsinne. Kann mich auch irren. Das ist schon wieder alles Jahre her. So, ab durch die Felder. Kürzester Weg. Was ist denn da? Ein Haufen Vögel? So, was haben wir hier? Es läuft sich echt schlecht durch Wasser. Oh, ein bewachter Schatz. Eine Sumpfschrolle. Hey, fällt dir ein? Meine Güte. Du kannst mir was anhaben? Der Kopf ist ja förmlich verschwunden. Einfach so weg. Du kannst dein Schwert wieder einpacken, Geralt. So. Oh, hier eine Kiste. Fell eines weißen Wolfs, okay. Ach ja, ich freue mich aufs Gellige. Gut, da brauche ich eigentlich keine Markierung. Ich brauche nur da einen. Dann sehe ich das schon. Schwimm, schwimm, schwimm. Was höre ich denn hier? Irgendwas Großes. Ist das ein Wiffern? Oh, eine Pupseblume. Na, wie ist er denn gelandet? Du hättest das auch einsammeln können. Ein Gorgo. Genau. Verprügel. Hältst ja auch nichts aus. Langweilig. Vorhin hat er so ein Schwein gekillt einfach. Ist der gemein. Plötzchen. Komm. Gut. Dann die letzten beiden Fragezeichen. Und das Stahlschwert von der Katzenschulenausrüstung Teil 3. Ist dann wahrscheinlich schon überlegen oder meisterlich. Irgendwie so. Okay. Monsterlager. Muss ich jetzt da rein schwimmen oder weil das hier markiert wird? Oder markierst du nur den Eingang sozusagen? Kann ja auch sein. Naja, wir schwimmen da mal rein. Hier ist irgendwas Großes drin. Ein Golem. Na komm, Geralt. Mach's nicht so spannend. Liegt auch nirgendwo was im Water. Golem! Komm schon! Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Nicht getroffen, nicht getroffen. Na? Hm.
Mann, diese Kiste, die hier liegt, oder was das ist, die stört ein bisschen. Au. Easy. Ne? Kann ich den nicht plündern? Ich kann den nicht plündern? Was ist da los? Oh ja, wir haben das Katzensilberschwert. Aber mich wundert, dass ich den Golem nicht plündern kann. Ist wahrscheinlich sein Inventar durch den Boden gefallen. Und ab ins Nichts. Oh, was haben wir denn hier? Eine Illusion. Dann machen wir auf hier. Hallo? Du könntest dein Schwert übrigens wegpacken, Geralt. Was haben wir denn hier? Mann. Loot. Und keiner kann mich aufhalten. Weil keiner da ist. Hier sind wir hier gestorben. Notiz eines Alchemisten. Jeder hatte eine Aufgabe. Eine! Na gut. Ich hab's nur überflogen. Das ist mir immer viel zu viel Text dann. Haben sie die Wände bemalt? Vor Langeweile oder was? Haha, hab ich gesehen. Ah ja. War jetzt nicht wirklich was Besonderes hier. So, wie sieht's aus? Haben wir jetzt beide Fragezeichen wenigstens? Nee, das fehlt noch. Das ist... Ist das hier gleich? Oder ist das oben? Das ist, glaube ich, oben. Ja. Jetzt erstmal wieder rauskämpfen hier. Das Wasser sieht schon echt cool aus, muss ich sagen. Das gefällt mir. Kommen wir hier hoch? Ne? Komm, Geralt, komm. So, Monsternest oder was? Was bist du denn? Keine Wahl. Die hat nichts zu melden. Okay. Dann halt nicht. Hier ist noch unten ein Viech. Endlich mal ein paar Gegner, die ein bisschen was drauf haben. Könnte man meinen. Na komm, willst du nicht kämpfen? Ich bin in deinem Gebiet hier. Oh, ich habe ja gar nicht die Fackel aus... die Armbrust ausgerüstet. Jetzt hätte ich nämlich die abgeballert. Da gibt es jetzt ein paar Mutagene. Ist ja auch ganz gut. Das kriegt man ja von Menschen immer nicht. So. Jetzt könnten wir die Quest angehen. Dir. Keine Schnellreise von hier aus. Müsste ich vielleicht hier runterlaufen. Vielleicht hätte ich dann hier auch irgendwas machen können. Gute Frage. Ja, wir können uns ja das noch holen und dann... Dann dürfte es ja schon bald Abend sein, weil es ist ja jetzt schon 16:30. Oh, ich höre schon wieder irgendwelches großes Geschmeiß. Aber ich lasse es jetzt in Ruhe. Die interessieren mich nicht. Weil die viel zu schlecht sind, um gegen mich zu kämpfen. Da müssen sie schon 100 davon schicken. Ach ja, das Spiel ist viel zu leicht. Also bis die Kämpfe, ich werde langsam wird es langweilig von den Kämpfen her. Ich hätte gern mal wieder Kämpfe, die ein bisschen länger gehen und... Mund halten und kämpfen.
Ich weiß auch nicht, also PlayStation 4 Zeit hatte ich mehr Spaß mit den Kämpfen. Die waren gefühlt schwerer. Oh, ich hab schon auf schwer gestellt. Wollte schon sagen. Ich hab schon auf schwer gestellt. Und trotzdem ist. Will einfach nicht. Na, komm. Da wollte Plötze nicht richtig. Oder Gerard wollte nicht richtig. Irgendjemand wollte hier nicht richtig. Bewachter Schatz. Du Wasserweib, bewachst den Schatz? Du kannst ja gar nichts. Und tschüss. Gut. Dann Plötzchen. Okay. Das sah auch gut aus. Aber es hat mich gleich mitgenommen und ist nicht abgehauen. Blöde Pferd manchmal. Also manchmal ist es wirklich ein bisschen nervig mit dem mit Plötze. Gut, dann lassen wir jetzt die Zeit ein bisschen verstreichen, dass hier nachts wird. Dann können wir Kleinrot. Kleinrot-Quest machen. Das sind Geräusche, ey. Aber es ist eine schöne Gegend hier. Sieht doch hübsch aus. Na, wo willst du hin, Plätze? Du sollst links abbiegen. Mann, Mann, Mann. So. Dann setzen wir uns mitten ins Dörflein und meditieren bis... keine Ahnung, 20 Uhr? Dann sollte es langsam dunkel sein. Verteidige Einwohner. Oh, geht das jetzt schon los? Von wo kommen sie denn? Ein Hexer. Haben die Dörfler dich angeheuert? Haben sie, um sie gegen Monster zu verteidigen und gegen Menschen, die sich wie Monster benehmen. Dafür hältst du mich also? Bist du das nicht? Finde es selbst raus, wenn du es wagst. Oder gib mir Bertram. Dann geschieht sonst niemandem was. Was hat Bertram dir getan, dass du Rache willst? Ha, diese Kleinigkeit haben sie also nicht erwähnt. Dann hör zu. Er kam vor einem halben Jahr zu mir und sagte, er würde verraten, bei wem das Plündern sich lohnt. Gegen einen Teil der Beute. Aber nach einer Weile wurde der Mistkerl gierig. Er wollte mehr. Ich lehnte ab. Da hat er uns die Hexenjäger auf den Hals gehetzt. Wegen ihm habe ich die Hälfte meiner Männer verloren. Und jetzt geh beiseite, Hexer. Das ist nicht deine Sache. Wir wollen Bertram und sonst niemanden. Mein Wort darauf. Bertram hat einen Fehler gemacht. Mir ist ziemlich egal, was du sagst. Nimm deine Männer und verschwinde. Sonst fließt Blut. Oh, Blut fließt auf jeden Fall. Gerade hast du dafür gesorgt, dass es noch mehr wird. Du verfluchter Bastard! Ah, praktisch. Ich bin ja eh Hexer. Und kümmere mich um Monster, also. Aber wieso kann sie sich an Tage in ein Werwolf verwandeln? Ich werde mich abschlachten wie den Hund. Den Hund da? Der da ganz lieb liegt und sich leckt. Meine Güte. Ui. Trotzdem keine Chance. Nur weil ich jetzt mal einen Trank nehmen musste wegen euch. Hallo. So, der Werwolf ist tot. Das hätten wir. Den hast geklärt. Du aber gezeigt. Ihr habt nicht erwähnt, dass sie ein Werwolf ist. Wir waren das selbst nicht ganz sicher. Aber genau dafür sind Hexer ja da, nicht wahr? Zum Monster töten.
Habt ihr Glück gehabt. Danke für deine Hilfe. Das hier hast du dir verdient. Er ist einfach verschwunden. Er ist einfach verschwunden. Oh, hier kommt ein wandelnder Händler. Sei gegrüßt. Reisender Händler. Ich würde mir gerne deine Ware schon wieder Wortfindungsstörung. So, was ist das hier? Reines Silber. Können wir irgendwas gebrauchen? Leere Flasche. Bei denen bin ich mir nicht sicher. Du kannst ein bisschen was kaufen von meinem Plunder. Von den grauen Schwertern und so. Damit ich ein bisschen Platz wieder habe. Das ist eine die kannst du haben. Dann kannst du noch hier die Klamotten haben. Oh gut. Das war's schon. Ach man. Hast du noch irgendwas für Plätze, was ein 15 kostet? Die Scheuklappen kannst du noch haben. Ansonsten gibt's ja nichts mehr. Okay. Schenk ich dir. So, da liege ich da. Brief einer Mutter. Liebste Lilly, wenn du dies liest, bedeutet das, dass dein Vater und ich tot sind. Ich habe Eckwart gebeten, dir diesen Brief nur dann zu geben, wenn gewiss ist, dass keiner von uns zurückkehren wird. Okay. In deinen Adern fließt das Blut von Menschen und Wölfen und das bedeutet Verantwortung. Okay. Jetzt ist er tot. Weil sie ein Monster ist. So, jetzt. Weil die nicht gesagt haben, dass es ein Werwolf ist, werde ich die jetzt alle plündern. Na gut. Wenn ich reinkomme, nämlich nicht reinlassen, hat sich das natürlich gleich erledigt. Dann plündere ich alles, was draußen ist. Ah ja, das hinter nämlich eigentlich wäre es teurer gewesen, hätte ich gewusst, dass das ein Werwolf ist. Der hätte nicht viel mehr zahlen müssen. Wird wohl Regen geben, meinst du das? Was hast du jetzt angemacht? Ein Knödel. Von Knödeln und Schwertern. Wie die HTRU-Quest. So, dann das andere Haus hier. Und oh, da liegt auch noch Haufen. Schon wieder? Da ist er sich aber auch sicher. Na, das geht wohl nicht. Die haben nix. Oh, bin ich umsonst hier rein. Ich mir 5 Sekunden meines Lebens sparen können. Die krieg ich nie wieder, die 5 Sekunden. Geh aus dem Weg, Kind. So, das da. Dann ist das Dorf nämlich auch komplett abgehakt. Questtechnisch. So wie Loot-technisch. Einfach über den Zaun gegriffen. Ach, schwere Zeiten. Wo ist denn eigentlich Bettram? Mag der noch mit mir reden? Ich bin irgendwie so müde. Dann geh schlafen. Wird wohl Regen. Bettram! Du schuldest mir noch. Zum Bäuerin. Du schuldest mir noch auf dem Geld. Du Lumpensack. Wird da nicht. Dann halt nicht. Was machen wir jetzt denn? Wir haben die Schatzsuche. Was, Novigrad? Echt? Cool. Gut zu wissen, dass wir da noch in das Bienenphantom. Okay, da kann ich mich direkt hin teleportieren. Dann ist der Weg auch nicht so weit. Sehr schön. Klären wir das noch schnell ab. Na, Renner Geralt.
Wir waren ja noch gar nicht fertig mit Plündern. War ich nicht schon in dem Haus? Hatte ich nicht schon eine andere Quest gemacht? Scheinbar nicht. Sonst wäre hier alles weg. Bin gerade in Loot-Stimmung, deswegen. Kannst du gerne probieren. Frage ist halt bloß, ob du das auch überlebst. Ach Mensch, Geralt. Das ist manchmal nicht so leicht mit dem Plündern. Da kommt jemand. Holofernus Meyersdorf, zu deinen Diensten. Dies sind meine Söhne, Bernie, Franklin und Hugo. Bist du mit Rico Meyersdorf verwandt? Ja, mein jüngster Sohn. Leider ist er dem Familienberuf nicht treu geblieben. Sucht sein Glück in der Stadt. Warum fragst du? Kennst du ihn? Wir sind uns begegnet. Aber deswegen bin ich nicht hier, sondern wegen deiner Nachricht. Es ist das Bienenphantom. Das verwüstet mir die Körbe. Was meine Belohnung betrifft... Mindestens 300. Wie du willst. Wenn du das Phantom nicht loswirst, sind wir ohnehin geliefert. Ich betrachte deine Gebühr als Investition. Also abgemacht? Abgemacht. Dir ist doch klar, dass es so etwas wie ein Bienenphantom nicht gibt. Es muss ein Monster sein, eine Erscheinung vielleicht. Haben deine Arbeiter was gesehen? Ich selbst. Ich habe die Körbe gereinigt. Da schrie einer der Landarbeiter auf, als hätte ihn ein ganzer Schwarm auf einmal gestochen. Ich lief zu ihm und fand ihn tot. Hatte er Stiche? Nein. Er sah eher... erfroren aus. Blaue Lippen, Raureif im Haar. Und er war von toten Bienen umgeben. Der tote Landarbeiter. Was habt ihr mit der Leiche gemacht? Die würde ich gerne mal sehen. Zu spät. Wir haben den armen Tropf vor ein paar Tagen begraben. Wo ist das Phantom erschienen? Kann mir das jemand zeigen? Ja, ich. Komm mit mir. Hier entlang. Folge mir. Wie kommst du darauf, dass es ein Bienenphantom ist? Das ist ein Imker-Aberglaube. Wenn man mit den Bienengaben Schindluder treibt, erscheint das Phantom. Es zerstört die Körbe und tötet die Bienen, damit niemand die edlen Kreaturen für niedere Zwecke benutzen kann. Du hast deine Bienen auf die Konkurrenz gehetzt, nicht? Nein. Vater hat neulich einen Vertrag mit den Redanian geschlossen. Dann ist das Phantom aus Nilfgaard. Okay. Wie die laufen, ist das nicht putzig? Düp. Bernie und Franklin. Das ist der Ort. Hier hat das Phantom den Landarbeiter getötet. Vielleicht hat es Spuren hinterlassen. Na dann. Frostbedeckt. Die Kälte muss die Bienen getötet haben. War hier die wilde Jagd? Blut, trocken und schwarz, also mehrere Tage alt. Hier muss der Landarbeiter gestorben sein. Das Bienenphantom hat wissen, wo die Hinweise mich hinführen. Ist ganz schön schwer. So, dann wollen wir den Mann daher. Die Spur verschwindet im Wasser. Ich bezweifle, dass sich irgendwas in der Pfütze versteckt, die sie als See bezeichnen. Muss auf der anderen Seite nachsehen, ob die Spur da weitergeht. Wir machen jetzt erstmal die Ertrunken hier weg, weil sie sind ja viel zu nah an den Imkern. Die Armen. Na komm, lass dich auch. Teich ohne Ertrunken. Aber die haben die Körbe nicht zerstört. Ach, schon wieder. Na komm, du sollst doch nur sterben. Doch nicht so schwer. Einfach nur sterben. Löffel abgeben und aus dem Haus. Oh, hier geht's weiter. Wie praktisch. Oh, echt jetzt? Hier sind noch mehr. Was jetzt, du Stück Schreck? Hm.
Das sah cool aus. Und da noch. Die Pflanze können wir auch noch mitnehmen. Gut, dann suchen wir mal. Muss man hier ein anderes Gehöft? Da komme ich nicht durch. Muss einen anderen Weg finden. Mhm. Ach, hier in der Ruine lebt das Viech, oder was? Naja, das scheint. Vielleicht ist es intelligenzbegabt und ich kann mit dem Viech reden. So wie das mit dem Succubus zum Beispiel war. Aber erstmal wird hier alles geplündert, was so wird. Oh Mann, Mann, Mann. Na? So. Dann noch die Kisten alle. Ich weiß, das nervt bestimmt übelst, wenn ich hier ständig nur am Looten bin. Aber was willst du machen? Du musst es doch auch mitnehmen, so. Du kannst es doch nicht liegen lassen. Wer weiß, wenn da guter Scheiß drin ist? Ist ja auch ein Rollenspiel, also. Sollte man das tun und tunlichst tun. Meine Wortwahl ist auch schon wieder genial, also. Gott, rein mit dir hier. So. Gut, dann soll es das für heute erstmal gewesen sein. Wir werden in der nächsten Folge herausfinden, was sich nun hinter dem Bienenphantom verbirgt. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Schaltet dann morgen wieder ein, Witcher und so. Lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da freue ich mich mega drüber. Und in diesem Sinne, Vogelspinne, bis später!